So, eine mysteriöse leere Schatzkiste. Was war wohl in ihr enthalten? Wenn ihr das auch wisst, dann seid ihr echte beide Bastard Quest Master Fans. Yay. Und damit begrüße ich euch herzlich wieder zu The Legend of Zelda Spirit Tracks mit Co-Kommentator Leon. Hallo. Jo Leute. Jo. Bin auch wieder dabei, wer es wusste. Oder so. Ihr Mega Bros. Ja. Ja, und wenn du deine Einleitung abgeschlossen hast, dann geht's jetzt erstmal weiter mit dieser größten aller Glocken. Zweideutig. Ah, es sind Eingeweide. Ich mag Eingeweide. Ja, was? Eigentlich, rein theoretisch, ist ja Link immer Herzen. Ja, natürlich. Das habe ich schon 100 Mal in meinem Part erwähnt. Hast du das noch nicht mitgekriegt? Klar, Zwinker, Zwinker, Zwinker. Das wollten wir doch ab... Ach, egal. Link macht Eiskunstlauf, prima, Eisalarina, sieht aber echt lustig aus. Aber wenn ich wette, Zelda sieht das gerade und schüttet gerade mit dem Kopf. Ja, denn Zelda ist ja immer dabei als dieser kleine leuchtende Funke vor uns. Ob sie in diesem Zustand etwas sehen kann oder ob sie nur uns folgt oder vor uns hergeht. Wenn nicht, wird man wissen, was Link in der Nacht mit dem Gegenstand macht. Ja, das war irgendwie nicht sehr jugendfrei. Aber nur wenn man zweideutig denkt. So. Wieder mal habe ich ohne Begründung irgendwas herumgeschoben. Aber das kennt ihr ja bereits von mir. Deswegen mache ich es erst beim zweiten Anlauf richtig und konzentriere mich auf dieses ultra schwere, härteste aller Schieberätsel der Welt. Um die große Glocke. An die große Glocke zu hängen. Okay. Ich liebe es, Glockenwortspiele zu machen, während ich eine Glocke umherschiebe. Ich habe echt einen an der Glocke. Ja, da gab's doch diesen Film hier, Lissi oder so und der Kaiser oder so. Lissi, schütte die Glocke und dann. Keine Ahnung. Du weißt schon, oder? Nein, ich kenne nicht. Oh Mann, den hättest du sehen müssen. Das ist so ein deutscher Film. Also, keine Ahnung. Das ist von Buddy Herrick oder wie er heißt. Und er hat halt eben so einen Film gedreht und das ist übelst lustig. Halt übelst die Verarsche von Sissy oder so. Keine Ahnung. Ach so. Ach, kein Plan. Es ist also auf jeden Fall lustig. Ja. Lohnt sich so. Also ich hab abgelacht. Ja, das kann ich mir denken. Dunk. Fail. Wenn einer immer zweideutige Witze über Glocken reißt, dann muss man sich ja eigentlich ablachen. Ah, oh, fail. Und schafft er es, schafft er es, schafft er es? Mission completed. Oh, das war ein Pro von einem Boomerang-Wurf. Like a boss, like a boss. Natürlich, es ist ihm vollkommen egal, dass da irgendwie solche Löcher in dem Eis sind. Aber wenn er nur ein Zentimeter zu nah am Rand sein würde, dann würde er natürlich sofort brechen. Frag mich, wie die Füße von Link aussehen. Die Füße von Link sind Schweinefüße. Ah, geil. Hab ich ja, ich habe mir das gerade ausgedacht, aber wenn man mal auf seine Füße sieht, sieht man eigentlich echt keine richtigen Füße. Deswegen kann man nur davon ausgehen, dass es Schweinskoteletten in Schuhe sind. Obwohl, Schweinshaxen meine ich. Das ist das größte Geheimnis von Link. Jupp. Yep. Er ist in Wirklichkeit genau wie Ganondorf. Sein böser Zwilling! Ja, die Mutter. Warte. Der Vater von Ganondorf hat, also ist eigentlich der richtige Vater von Link und die Mutter hat ihn so gebärdet und das war halt seine Behinderung. Wow. Also die Story, die Theorie habe ich ja überhaupt noch nie gehört. Damit wirst du sicher sehr berühmt unter Zelda-Fanatikern. Oder auch nicht. Dam, dam, dam. Jetzt kommt diese Musik von, wie heißt es? Akte X. Du. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich glaube, ich kenne die. Ich habe zwar Akte X nicht gesehen, aber die Musik kennt man einfach. Ja, die kennt jeder eigentlich. Like a boss. Chidori. Hä? Chidori. Wer ist das? Chidori, das ist der, das macht der Suke immer. Das ist sein Angriff mit dem Blitzen. Ah, okay, ja, ich kenne mich nicht so aus mit Naruto. Dong. Elfenlied ist auch geil. Ich habe mir Elfenlied noch nicht angesehen, aber ich überleg's die letzte Zeit immer.
weil es immer so heißt, ja, der ist so cool und so. Ja, tu das, das ist richtig cool. Das ist ja, aber ich stehe nicht so auf so mega Gewalt-Blutzeugs. Ach so, Aber Golden Boy kann ich jedem, der über 16 ist, empfehlen, weil ich will jetzt keinen Ärger kriegen von irgendwelchen. Also ich bin nicht verantwortlich, wenn ihr das euch anguckt. Golden Boy ist ein Anime, der ist ein bisschen pervers, aber auch lustig. Und man sieht auch öfters mal das Geschlecht. Nein, nicht das Geschlecht von einer Frau. Wie sagt man das? Die Brust einer Frau. Ich sag jetzt mal so. Ja, und genau. Es ist einfach irgendwie. Sekundäres Geschlechtsmerkmal. Ja, genau. Also ich finde es einfach nur lustig. Golden Boy ist. Also kann ich auch empfehlen, Manuel. Also, ja, das habe ich schon mal gehört. Also wenn du. Wenn du nicht auf blutige Sachen stehst, dann guck dir das mal an, das ist echt geil. Ja, ich habe mir schon ein paar blutige Sachen angeschaut, aber nicht so blutig jetzt. Zum Beispiel so Mira Nikki und so. Hat ja auch etwas von dem Zeug, das so ist und ein bisschen glitschig. Also, okay, dann wäre Elfenlied wirklich nichts für dich, weil das haben sie echt übertrieben. Aber das ist es. Ja. Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass hier irgendwie so ein Kerl ist, der einen Blut hat, der so, ist das Blut, und oh, da ist irgendwie eine Note, yay, ich bin so der Pro, ich hab das rausgefunden, aha, Warte, ich kann das singen, la 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 la, und ich hab's gefailt, ich kann nicht singen, könnt ihr singen, schreibt's in die Kommentare. Ja, dann müssen jetzt schon 3 Kommentare, das war ja im vorigen Part. Dieses Mal die Kommentarfrage, könnt ihr singen? Oh, mir sollten echt eine Kommentarfrage einführen, ist eine coole Sache. Aber dann schreiben die Leute nur noch das in die Kommentare, nicht, ah, der Part war so cool, sondern nur das. Oder die Kommentar geil, ich bin so Kommentar geil, Die besten Kommentare, die du kriegen kannst und die besten sind, ist XD und LOL. Ja, eigentlich schon. Die sind am, wie sagt man das? Am sinnvollsten. Ja, genau. Genauso wie, deine Videos sind schlecht. Mach mal selber welche, schreibe ich dann immer zurück. Oder gar nicht. Ich mir das auch manchmal. Ja. Der ist ein super Videokritiker und hat kein einziges Video. Mhm. Ja, das ist auch immer solche Sachen. Man sollte immer erst selbst was auf die Beine stellen, bevor man über anderes Zeug ablästert. Außerdem kommt es immer auf den Geschmack von Leuten an. Dann soll er doch nicht meine Videos gucken, wenn ich jetzt so einen Hater hätte. Also ich habe zum Glück keinen, aber wenn es so wäre, dann wäre es mir egal. Ja, ich hatte mal so einen Hater, aber das war nicht so wirklich ein Hater. Sonst habe ich eigentlich immer Leute mit konstruktiver Kritik. Auch wenn manche zum Beispiel bei Phantom Hourglass immer schreiben, ey, wieso verschreist du so unnütz die Stimme? Lululululul. Ja, ja, weil das war damals wirklich sehr extrem. Und oh nein, es kommt. Ah, jetzt habe ich den Gag mit Es kommt näher versäumt, weil es jetzt schon so wild umher tut. Aber dann macht man einfach einen Like a Boss Kill. Da ist eine Schatzkiste. Was ich mich immer gefragt habe, aber weil ich auch gut von dir finde, dass du immer, wenn du einen Text verliest, dann irgendwie noch irgendwas dranhängst. Also irgendwelche Sachen, die da eigentlich gar nicht stehen. Das liegt daran, dass mein Gehirn auf automatisch gestellt ist, wenn ich einen Text vorlese und ich dann die Individualität meiner Persönlichkeit in diesen Texten zum Ausdruck bringe. Intelligent. Hast du sehr intelligent ausgedrückt. Ja, oder ich mag's, wenn ich irgendwelche dummen Sachen über die Leute sagen kann. Die im Spiel oder in echt? Die im Spiel. Achso, okay. Weißt du, dass ich dumme Sachen über dich sage? Naja, nein. Ja, mir wäre sowieso keine eingefallen. Ich bin blond. Jo, Link ist auch blond. Ist er deswegen dumm? Ja, denn er macht nur das, was wir ihm anschaffen. Ja, eigentlich schon. Und er kann nicht reden. Ich bin im Mittelpunkt des Universums. Yin und Yang, Feuer und Eis, Mega Power des Todes, des Verderbens und der Verdammnis. Sag jetzt etwas, was gar nicht zum Teil passt jetzt gerade. Ich sag jetzt etwas, was gar nicht jetzt dazu passt. Okay, warte. Wer möchte wissen oder wer möchte hören, wie ich Mangekyou Sharingan Itachi Style sage? Ich glaube keiner, oder? Ich, Spaß. Nein. Wer ist Naruto-Fan? Schreibt's in die Kommentare, ich sag das mir so oft.
Ja, du bist irgendwie wie Phil von Waititi. Der sagt das auch ständig. Aber du betonst nicht, dass er so cool. Deswegen ist es bei dir irgendwie Flame. Okay, warte, warte, warte. Schreib's in die Kommentare. Nachmacher. Jetzt bist du ein Nachmacher. Link hat sogar ein Herz aus Eis bekommen, als er das gehört hat. Aber nicht nur ein Herz, sondern auch eine ganze Oberweite. Aus Eis. Manu, du darfst nicht sterben, du weißt, was dann passiert. Nein, weiß ich nicht. Ich verliere all mein Geld, weil ich mit den Abonnenten von dir gewettet habe, dass du in diesem Part nicht stirbst. Ich lerne nicht aus Fehlern. Woher kennst du die Abonnenten meines Parts? Hast du mich gestalkt? Stimmt. Hast recht. Haben sie mir, also, keine Ahnung. Jetzt kommt's raus, dass ich den Profi gehackt habe. Und mein Handy hat vibriert. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Oh ja, like the boss. Ich sag dir, das beste Kurzzeitgedächtnis der Welt ruht in meinem Bauch. Ja, ich merke mit dem Bauch, lasst mich. Oh, ich bin so gut, zwar Multikill. Na, los. Ach nein. Ah, zum Glück ist man da nicht so lange verwirrt. Bring ihn um! Bring it on, bitch! Ich mag das immer nie, wenn die so komisch da so. Und dann so. Oh, Kot und so. Ja, die sind irgendwie so süß. Ich mag das nicht. Sie haben zwar ein hässliches Gesicht, aber ich würde gerne einen Wolf als Haustier haben. Okay. Ja, Dings, Geilkind hat jetzt einen Husky. Wer? Yeah? Geilkind, kennst du den nicht? Wer? Sag nochmal, ich hab's nicht. Ja, Geilkind. Nein, kenn ich nicht. Sorry. Oh, schäm dich. Das ist der beste Nintendo Let's Player, den ich kenne, außer Luxlack Link. Achso, du meinst jetzt. Warte, meinst du jetzt den Blonden oder? Nein, nicht den Blonden. Den. Dunkelbraunhaarigen oder hat der schwarze Haare? Ich weiß nicht mehr. Ich habe bestimmt ein Let's Play von denen gesehen, aber ich merke nie einen Namen von irgendeinem Blonden. Außer von dir. Ja, weil du ja dieses eine komische Aufmerksamkeitszeug hast, oder? Nein, ich habe LRS. Ja, das ist irgendwie dasselbe, in meinen Augen. Ich bin der LRS, Leserechtschreibschwäche hat nichts mit Aufmerksamkeit zu tun, das ist klar, oder? Oh, ja, mein Bruder hatte mal so ein komisches Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ja, ich weiß das nicht. Verwechsel ich jetzt immer, irgendwie. Und ich bin ziemlich, vergesslichste Mensch der Welt. Das kann ich euch versprechen. Und dort vergesse ich meine Hausaufgaben. Ich vergesse sie nicht, ich mach sie nur nicht. Ich will sie auch vergessen. Zählt das dann noch als vergessen? Nein, eigentlich nicht. Als gecheatetes Vergessen. Hast du mal probiert, etwas bewusst zu vergessen, was zum Beispiel in einem Film vorkam? Und damit du den Film nochmal schauen konntest, ohne lang zu warten. Irgendwie funktioniert es nicht. Das geht überhaupt nicht. Ich habe mich mal gespoilert wegen einem Anime und dachte mir, jetzt kann ich den Anime nicht mehr schauen. Ich kann es nicht vergessen. Nein. Aber irgendwie war das dann doch nicht richtig, aber trotzdem. Ich habe die Elfenlied-Staffel schon 5-mal gesehen. Ich war schon voll auf dem Elfenlied-Wiki. Weil immer, wenn ich irgendwelche Horrorfilme oder so sehe, zum Beispiel Saw, habe ich Saw gesehen und dann bei Saw 2 habe ich mir den Wikipedia-Eintrag durchgelesen, damit ich wusste, um was es geht. Dann ist man besser informiert, als wenn man den Film irgendwie sieht. Ja, ich mag die Saw-Reihe nicht so irgendwie. Ich finde es ein bisschen Humbug. Aber ich mag das Spiel für Xbox, das habe ich mal bei einem Freund gespielt. Das ist eigentlich ganz lustig. Und schwer, da muss man richtig viele Rätsel lösen. Also wie bei selber. Das ist was umgefallen. Weißt du, wie lange wir schon aufnehmen? Keine Ahnung. Mach den Part Schluss. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich so spät? Wie geht's dann weiter? Was soll ich schon machen? Da falle ich rein. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall, machen wir jetzt hier Schluss, denn ich mache immer vor dem Empor Schluss. Das ist so eine Tradition, um euch auf Spannung zu halten und so Ecstasy-Zeug. Und deswegen, Leon, sag doch mal was. Ja, ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, geklaut von The Floyd, und ich sag das trotzdem. Tutu Hutgas! Ja, genau. Und vergesst nicht, ihr seid die Mega Bros und die Hater sind die Mega Schmuckte.
Die hätte viel mehr Aufrufe. Danke. Dann tschüss Leute und bis zum nächsten Mal.